Tagebucheintrag von Van Helsing, Nummer 6. Wir haben die Nacht überstanden und wir haben es geschafft, die ganzen Dämonen und Monster zurückzuschlagen. Doch was war der Preis? Die Menschheit ist verängstigt. Und damit heiße ich euch natürlich wieder herzlich willkommen hier zurück bei Van Helsing, The Incredible Adventures of Van Helsing. Und seit der letzten Aufnahme ist hier einiges passiert. Unter anderem gab es ein Update, ein großes Update, weswegen ich meinen Spielstand nochmal neu herstellen musste. Das heißt wiederum, dass ich hier ein bisschen, eine ganze Menge Kram gerade mit rumschleppe, andere Sachen angelegt habe als beim letzten Mal, dass ich ein bisschen anders geskillt habe als beim letzten Mal. Wir haben hier übrigens immer noch Bash drinne, mit Lifesteal natürlich. Ich habe hier die Pistole schon auf Rang 3, wir haben Heilung auf Rang 4, ich weiß gar nicht mehr, was wir sonst noch so hatten. Und hier ploppt gerade das alternative Skillset auf. Mit Tab kann ich hin und her wechseln. Ich glaube, das habe ich mich neulich schon mal gefragt. Skill Hotkey, ja, okay. Ja, wo jetzt hier? So. Ich wollte Katharina mal kurz... Ach Gott, ich glaube, ich sollte verkaufen gehen. Wieso habe ich denn so viel? Ach ja, gut, wie gesagt, ich muss das ja alles wieder ein bisschen herstellen. Go Shopping geht gar nicht. So, da oben haben wir wieder Boris. Und ihr seht schon, diesmal hat Boris auch ein Ausrufezeichen. Das ist der Grund, warum ich das Ganze jetzt nicht offscreen gemacht habe, weil der erzählt uns natürlich auch ein bisschen was. So, haben wir hier noch irgendwas Wichtiges in der Tasche? Nein. Mir ist aufgefallen, jetzt mit dem Update kamen viele Sachen mit Essence Capacity, Kapazität für die Essenz hinzu. Und ich habe schon ein paar Essenzen in der Tasche, wie ihr sehen könnt. Und um die hineinzufügen, brauche ich zwingend einen Alchemisten. Und den haben wir ja hier beim letzten Mal schon von seinem Fluch befreit. Das heißt, wir können jetzt gemütlich mit ihm quatschen. Wir können lernen und wir können gleich ins Labor. Der hat auch Aura. Das ist ja geil. Mystic Retaliation. Increase your defense and causes damage. Okay, das ist ein Schutzschild. Und Last Stand. Bonusschaden. Okay. Aber wir haben beim letzten Mal schon einen coolen Trick gelernt, den würde ich eigentlich gerne behalten. Passiv Skill plus 5% Gold Chance, das finde ich geil, das nehme ich mit. Danke. So, und wir gehen mal ins Labor. Was haben wir hier? Enchant, Dismantle, Enhance Essence, Combine Essence. Okay, wir werden mal diesen Ring nehmen. Wir nehmen hier eine Essenz, plus 1 Damage, plus 10 HP, plus... Achso, je nachdem, wo wir es reinpacken, alles klar. Das heißt, wir kriegen jetzt plus 10 HP, das Ganze kostet uns 340 Gold. Und zack, haben wir jetzt hier den Ring verstärkt mit plus 10 HP. Und ihr seht schon, wir haben Essenzkapazitäten noch von 5 von 13 haben wir schon verbraucht. Wir können jetzt hier noch haufenweise mehr reinballern. Was nehmen wir denn? Was haben wir hier? Okay, hier haben wir anscheinend noch mehr. Okay, hier kann nochmal das verbessert werden anscheinend. Und hier verschiedene Typen könnten eine neue produzieren. Okay, wenn ich jetzt die hier... Wir haben ja nicht so viele verschiedene Typen. Und die hier kommt Essence of Fortitude. Plus 1 Feuerschaden, Schadensreduzierung oder plus 2 Willenskraft. Nee, danke.
Das finde ich jetzt nicht so umwerfend. So, wir knallen mal einfach noch hier in... Ja, da. Und nehmen das hier, plus die Mana brauchen wir eigentlich auch nicht. Ach, wir nehmen wieder HP. So. Jetzt sollten wir schon deutlich mehr aushalten. So, gehen wir mal zu Boris. Mal gucken, was Boris von uns will. Ich habe gehört, du suchst nach den Gellersbog. Wusstest du, dass diese Maschinenmenschen dort campen, also übernachten? Das ist dort, wo sie mit den Werwölfen experimentieren. Lass mich raten, du willst, dass ich die Werwölfe freisetze. Hilfe, nein. Warum sollte ich so etwas wollen? Ich bin nur in den seltsamen Substanzen interessiert. Von den Dreadknechts, die Dreadknechts am Laufen halten. Und ich werde dich großzügig dafür bezahlen. Na klar. Ich wollte schon immer wissen, was in den Dingern drin ist. Du siehst aus wie ein guter... Das Capable weiß ich auch gar nicht. Wahrscheinlich wie ein kräftiger. Ja, möchtest du nicht auch mal eine Waffe schmieden? Du kannst meine Ausrüstung, meine Werkzeuge für nur 100 Gold benutzen. Okay, hier sind 100 Gold. Zack. Okay, Stranger. Dieses Schwert sieht ziemlich mies aus. Ich werde es für dich wegschmeißen, kostet dich nur ein Gold. Nö, ich behalte es aus sentimentalen Gründen. Beim letzten Mal habe ich das weggeschmissen. Wie gesagt, das war, als ich die letzte Aufnahme beendet habe, da wollte ich hier noch verkaufen, habe ich gesehen, dass der hier noch Quests hat. Ich wäre übrigens auch gar nicht so weit gekommen, habe ich festgestellt, weil vor dem großen Update gab es nämlich höchstens noch jetzt den Brunnen als Level, soweit wie ich mitbekommen habe. Und dann hätte ich sowieso in die Röhre geguckt. Jetzt haben wir natürlich noch mehr Level zur Verfügung. So, was haben wir denn hier? Welches ist denn jetzt das Schwert, was ich geschmiedet habe? Ach, hier. Ein Crooked Blade Quest Item. Okay. Diese Waffe sieht ziemlich hässlich und klumpig aus, aber ist eine Erinnerung an deinen ersten Versuch, ein Schwert zu schmieden. Ach ja, genau. Bevor ich es vergesse, ich habe hier auch einen mysteriösen Edelstein gefunden. Und als ich in den Wäldern unterwegs war, habe ich noch etwas gefunden, und zwar ein Elementar, so sah das aus. Oh, zweite Tasche. Und dieses Elementar hat mich beschuldigt, seinen Namen gestohlen zu haben. Da habe ich gesagt, nein, ich war ja es nicht, ich weiß auch nicht, wer du bist, aber Lady Katharina weiß es und wollte ein bisschen den Geist damit ärgern. Und die hat dann dieses Elementar Heartfire, so umgenannt, also Herzfeuer, irgendwie so. Ja. Damit war es zufrieden, hat mir einen Ring hinterlassen und war weg. So, ich habe gehört, du gehst nach Gellersborg. Du hast die First Fighting Machines. Ach, da, wo die ersten kämpfenden Maschinen von Bogova immer noch vor sich hin rosten im Modder. Ich bezahle dir gutes Geld für nicht explodierte Bomben. Okay, ich guck mal, was ich finden kann. So, hat der für uns vielleicht noch irgendwas Interessantes? Nein. Gut. Was habe ich sonst noch so im Angebot? Ich habe mir, man sieht es jetzt hier gerade, diese Lederhandschuhe verzaubern lassen. Das ging bei den Zigeunern, Rumänen. Ich kann jetzt nicht wirklich hinzeigen. Das untere plus 18% Critical Damage ist das hinzugezauberte. War auch gar nicht mal so billig. War ehrlich gesagt sogar ziemlich teuer. So, dann gehen wir jetzt noch hier zu eurer Heiligkeit. Der hat nämlich noch diesen hübschen Trick mit der Sphäre der Zeitlosigkeit. Ist mir lieber als ein Schild. Zack. Ja, mit dem Update gab es halt ein paar Fehlerbehebungen. Es gab ein paar neue Texte. Es gab ein paar Anpassungen. Eine der Sachen, die auch ganz interessant sind, sind die Perks, die sind dazugekommen. Genau, hier steht es nochmal, das ist ein Special-Bonus, den man freischalten kann, indem man bestimmte Bedingungen erfüllt, wie zum Beispiel bestimmte
Monster töten, das steht hier gerade nicht. Da kriegt man diese Reputation. Ich habe jetzt, glaube ich, genau, ich habe hier wieder einen Perk frei. Ich habe mir Präzision genommen und habe aber mir den Text nicht durchgelesen. Und hier steht halt, ich weiß, wo es am meisten weh tut. Und ich strecke nicht davor zurück, dieses Wissen anzuwenden. Leider ist dieser tolle Skill noch nicht implementiert. Das heißt, beim nächsten Mal sollte ich mir vielleicht einen nehmen, der implementiert ist. Wie zum Beispiel hier Teacher. Und da kriegen wir anscheinend 3 Skillpunkte. Hier gibt es auch nochmal Mentor 3 Skillpunkte. Plus 20 Rage. Plus 10% Damage für Lady Katarina. Plus 10% Damage, wenn ich auf maximal Rage bin. Ja, Geisterflüsterer. Ghost Whisperer. Kleiner Witz am Rande. Läuft übrigens gerade auf Kabel 1 bei mir im Hintergrund. Frauchen guckt. So, und ich nehme mal Teacher. Und habe hier nochmal ein paar Skillpunkte parat. So, wir verstärken mal hier die Sphäre. Ach, geht gar nicht. Okay. Was könnte ich... Ach, das war's schon? Ein Skillpunkt? Ich dachte 3. Da steht doch 3 Skillpoints. So, Leute. Naja, Neocore, ne? Ja, warum? Da steht 3. Ich habe nur 1 bekommen. Naja. So, ich möchte jetzt nochmal nach Croakwood. Ihr erinnert euch vielleicht beim letzten Mal, wir haben einen Geist gefunden. Den habe ich natürlich wieder eingesammelt. Ich weiß jetzt auch mittlerweile, wo der hingehört. Ich habe hier 2 Möglichkeiten. Vielleicht erinnert ihr euch an den Mann, der damals am Galgen gebaumelt hat. Und wo die Lady Katarina noch meinte, ja, vielleicht sollte man sich sowas mal in die Wohnung oder ins Haus stellen zur Verschönerung als Ambiente. Ja, so ein bisschen Geisterhumor gehört natürlich dazu. Ja, diesen Geist können wir jetzt mit seinem eigenen Tod konfrontieren. Wie ihm das gefallen wird, weiß ich nicht. Aber ich möchte es herausfinden. So, Ladebalken. Der ist übrigens mittlerweile auch irgendwie gefühlt schneller geworden, zumindest wenn ich nicht aufnehme. Da geht das ganz zügig voran. Jetzt bin ich auch gerade mit den Framezahlen vom Spiel zufrieden. Die Grafik ist auf hoch eingestellt. Da wäre noch ein bisschen, ja, was ausbaufähig. Also ich könnte es noch auf sehr hoch und auf Ultimate irgendwie so stellen. Aber im Hintergrund rendert gerade ein anderes Let's Play. Und deswegen kann das nicht... Oh, da ist der Geist, genau. Na, Wandering Ghost. So, wir gehen jetzt auf die Suche nach seinem sterblichen Überresten. Die müssten ja hier am Geigen baumeln. Ihr seht es schon hier. Solved Ghost's Problem. Da werden wir jetzt hingehen. Mal sehen, was er davon halten wird. Bin ich das? Ja, du wurdest ermordet. Ich wurde ermordet? You should be avenged, perhaps. Oh, ich glaube, er ist sauer. Und er ist feindlich. Und ich stehe in einer bösen Aura. So. Zack. Eingefroren. I have to deal with another ghost just because Katarina likes. Ah ja. So, ich denke mal, ich hätte ihn auch übrigens erlösen können. Dafür hätte ich zu einem Altar gehen müssen. Den haben wir auch mal gefunden im Let's Play. Okay, das war jetzt nicht die feine Art. Vielleicht hätte ich beim Altar mit ihm mehr Glück gehabt. So, oh, hier im Wald macht sich das doch bemerkbar, dass da im Hintergrund noch was anderes läuft. Ist mir egal. So, ich will hier zurück nach Markovna. Und nur mal den Geist zu seiner Ruhe bringen. So, wir haben ja vom Alchemisten immer noch den Auftrag, wir sollen in den Brunnen steigen. In den Inkwell, das war der Tintenbrunnen oder so. Und seinen Alchemistenkram soll man natürlich finden. Ich bin stark dafür. So, lieber Ladebalken. Na, geht schon. Ja, was wurde sonst noch angepasst? Das weiß ich gerade nicht. Ich habe es mir vorhin noch durchgelesen, aber das meiste sind halt so eine kleine Fixes, wie man sie kennt. Hier ein kleiner Fehler, da irgendwie nochmal der Text verändert oder ein bisschen an der Grafik nochmal was poliert. Oder halt diese hübschen Tooltips, die jetzt auf einmal dazukommen. So. Ja, ja, eure Heiligkeit. Und, tja, ich würde sagen, springen wir mal in den Brunnen.
Ein Ladebalken jagt den nächsten. Aber wir sind Van Helsing. Wir müssen helfen. Wir müssen den Monstern Einhalt gebieten. Ich meine, gut, wir haben den einen Werwolf am Leben gelassen in der Höhle. Aber das auch nur, weil er den Bürgermeister gerettet hat. Ich denke, wenn wir diesem Werwolf nochmal begegnen, werden wir ihm das Fell über die Ohren ziehen müssen. Da geht nichts dran vorbei. Na komm. Bisschen schneller hier. Oh Gott. Ach, das ist wieder... So eine Zauberwelt. Fehlen mir mal glatt die Worte. Hier schwebt wieder alles. Okay, aber... Sieht schick aus. So. Gucken wir mal ein bisschen mit der Knarre. Busalkas, die sind aber ziemlich easy. Masterminds, die sind schon... Okay, die sind neu. Die habe ich bisher noch nicht gesehen. Und mir fällt auf, dass ich verdammt wenig HP, also Potions habe. Vielleicht sollte ich sie doch mal kurz einkaufen schicken. Ja, ja, Behaviors jetzt. Wo wir schon hier am sechsten Let's Play sind. Ja, jetzt tippe ich auch noch 6 ein. Wo wir hier schon irgendwie dauernd Let's Play haben. Da kommen die jetzt mit den ganzen Erklärungen. So. Geh mal bitte einkaufen. Ich werde so lange aufräumen. Und Feuer. Ich bin Van Helsing. Ich schaff das. So, ihr seht schon, mittlerweile habe ich übrigens auch hier Feuerschaden. Beim letzten Mal Eisschaden. Ganz ehrlich, dieses Eineisen mache ich ab und zu irgendwie immer noch. Das muss ein Skill sein, den ich immer jedes Mal übersehe. Anders kann ich mir auch gar nicht erklären, wo der herkommt. So, oh, hübsche Schatzkiste. Schwere Schuhe. Okay, das ist jetzt eine gar nicht mal so leichte Wahl. Giftwiderstand wäre bestimmt nicht schlecht. Aber ich nehme lieber HP. So. Na komm her. Zack. Gleich ist Katharina noch da. So, Mädchen. Ja, ich hab dich vermisst. Schön, dass du wieder da bist. 19 Heiltränke jetzt in der Tasche. Das sieht auch deutlich besser aus. Da war nichts drin. Schon cool hier, also. Oh Gott. Okay, das mit der Zeit anhalten ist doch echt geil, also. Nützlich hochziehen. Der Bash mit Lifesteal ist natürlich auch nicht verkehrt. Dadurch verbrauche ich auch nicht so viele Heiltränke wie sonst. So. Verbrenne. Oh. Eine Vricola-Gleiche. So, da hinten sind die Vila. Das sind wohl mystische Wesen aus Volkslegenden. Ich denke mal, den Harpien nicht unähnlich. So, was haben wir da hinten? Oh, ein Schrein mit... Oh, you receive a 0% Bonus XP to gain. Ja, zu XP gains schon. Das ist noch ein Bug, der jetzt mit dem Add-on irgendwie, mit dem Patch leider sich eingeschlichen hat. Ich denke mal, da wird Neocore demnächst dann auch wieder drauf reagieren und das Ganze noch korrigieren. Okay, Katharina, was ist los? Ah, mir fehlen schon wieder die Worte. Mal ranzoomen. Ich weiß nicht, müsste noch mal gucken. Kann man ja mal schnell machen. Kann man nicht irgendwo die Kamerasicht ein bisschen drehen? Ich fürchte nicht, aber... Preset Action, Use Trick.
Chat Window, Pause Game, nee. Kamerasicht kann man nicht drehen, das wäre an manchen Stellen ganz schön. So, wir gehen jetzt erstmal zum Schrein und hier schnell den Segen abholen. Dann lohnt sich's wenigstens. So, da unten. Egal. Oh, das war ein Mushroom. Mushroom ist doch Pilz, nicht wahr? Gucke ich mir nachher mal an. Erstmal habe ich hier ein bisschen was umzunieten. Oh, schon wieder irgendwo Feuerwirbelstürme. Das ist nicht so gut. Sollte man nicht drin stehen bleiben. Zack. Die Dreadknechts liegen hier am Boden. Oh, Rosalka Champion. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Das erklärt, warum der so lange leben kann. So. Die haben schön Geld bei sich. Das gefällt mir. Oh, eine Schatzkiste. So ist brav. Na. Gut, warum sollte ich von den Bauern auch erwarten, dass sie viel Geld bei haben? Aber andererseits, warum haben die Maschinen Geld bei? Ist auch so diese übliche Frage. Okay, die bringen mir jetzt alle nicht so viel. Ich gucke mal auf die DPS-Zahlen. Vielleicht ist das auch der Fehler, weil die haben ja alle so viele Werte denn. Mit Gift und Mana und sonst sowas. So. Zack. Den haben wir weggebasht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bash sei Dank. So, bei den Rosalkas hier funktioniert auch übrigens der Blitz immer richtig gut. Das habe ich festgestellt, als ich hier den Überfall in der Nacht nochmal machen musste. So. Und da hinten haben wir die besagte Schatzkiste, das wird denn hoch. Da werden wohl die Sachen von dem Alchemisten drin sein, die wir hier suchen. Ja, da ist die Alchemistentasche. Und da öffnet sich das Portal zurück nach Markovna. Jo, gehen wir doch zurück. Super. Das war relativ easy. Gut, also man natürlich je nach Ausrüstung, Skill, Talenten etc. Und natürlich, wie sehr man auch darauf achtet, dass man nicht einfach drauf geht. Das wäre mir jetzt nämlich schon ein paar Mal passiert, als ich den Spielstand wiederherstellen musste. Bin ich auch durch den Wald gelaufen und habe so viel gekämpft, dass ich gar nicht auf die HP geachtet habe. Und zum Glück hat Neocore jetzt so einen rot aufblitzenden Rand eingebaut, wenn man wenig HP hat. Da achtet man denn viel besser darauf, dass man fast tot ist. Sollte man also wirklich beachten. So, wir haben dem Alchemisten seine Tasche. So, wunderbar, danke dir. Ich kann wieder Wissenschaft machen. War mir ein Vergnügen. Jo, ein rares Artefakt. So, okay. Was haben wir denn? Was ist denn dieses rare Artefakt? Oh Gott, hier ist schon wieder alles so voll mittlerweile. Wo ist denn der? Jomlock, Revolver, ist alles Schrott hier. Gut, man könnte die Woman nutzen. Poison Damage, Spell Power, HP Stone Pelt. Okay, wir nehmen die Wumme. Werden der noch was Hübsches reinsetzen. Wir haben denn hier, was haben wir hier? Dodge Value 0 plus, ach ne, Poison Damage und Critical Hit Chance. Okay, wir nehmen hier nochmal kritische Trefferchance. Und können wir jetzt noch plus 1 Damage mit dazu packen? Tatsache. So, damit macht die jetzt ordentlich Schaden. Und wir gehen, denke ich mal, jetzt gehen wir nochmal verkaufen und dann machen wir auch schon wieder Ende. Oh, Katharina kann übrigens gelevelt werden, sehe ich gerade. Zack. So. War vielleicht dafür der Skillpunkt?
Also dieses Teacher hätte ich mir mal vielleicht nochmal... Ich bin mir sicher. Free Skill Points, naja, gut. Wird schon seine Gründe haben. So, was haben wir denn hier? Bond between you and Katarina, I'm able to protect by attacking. Okay, sie bekommt einen Teil des Schadens, den wir eigentlich einstecken. Und hier wird die Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Ich habe doch gerade noch zwei. Zwei Skillpunkte. Ach, die kosten so viel. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Natürlich. So, dann machen wir halt das hier und sind damit besser geschützt. Ha! Und ich hätte hier noch ihre Werte erhöhen können. Super. So, jo Leute, das war's dann auch schon wieder für diese Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir hier wieder mit Van Helsing auf Monsterjagd gehen. Dann werden wir wohl zu den Minen kommen und uns dort den Weg bahnen müssen. Wir haben ja hier schließlich mittlerweile drei Quests dafür. Finde ich super. Bis dann, Leute. Ciao.